Weltweit ist sie bislang die erste ihrer Art. Die Gebindeumreifungsmaschine Evolite. Seit Mitte 2011 setzt der Mineralwasserproduzent Grupo Bracca als erster Abfüller weltweit die neue Verpackungsmaschine ein. Im norditalienischen Bergamo wurde die Evolite in eine vorhandene 24.000er PET-Anlage integriert. Das darauf hergestellte Gebinde mit Umreifung und integriertem Tragegriff nennt sich Light Pack. Auf Schrumpffolie wird bei dieser Sekundärverpackung völlig verzichtet. Der Energieeinsatz wird ebenso deutlich reduziert wie der zu entsorgende Kunststoffabfall. Über 30% mehr Umsatz mit einer Supermarktkette. Das ist bislang das Ergebnis der Markteinführung des neuartigen Verpackungssystems Light Pack. Der Supermarkt war übrigens auch ausschlaggebend für die neuen Verpackungs- und Vermarktungswege. L'idea del fardello invisibile è nata soprattutto dall'esigenza di un nostro cliente molto importante. Abbiamo trovato alcune soluzioni. Die Idee entstand vor allem aus dem Bedürfnis eines wichtigen Kunden, einer Supermarktkette heraus. Wir haben mehrere Lösungen gefunden, aber nur eine entsprach unseren Bedürfnissen und denen unseres Kunden. Und so wurde das unsichtbare Bündel geboren. Natürlich in Zusammenarbeit mit einem wichtigen multinationalen Unternehmen, dem Weltmarktführer in Abfüll- und Verpackungstechnik, dem deutschen Unternehmen Krones. Anche questa società stava studiando un sistema per togliere il film termoretraibile che avvolge. Dieses Unternehmen war gerade dabei, ein Verfahren auszuarbeiten, das völlig auf Folie verzichtet und die Flaschen trotzdem zusammenhält. Krones war auf der Suche nach einem Unternehmen, das technisch ausreichend ausgestattet ist und dann auch gewillt ist, Zeit, Lust und Geld zu investieren. Wir erklärten uns bereit. Auch weil das ein einzigartiges und weltweit neuartiges Projekt ist. Diese Bereitschaft zahlt sich aus, denn ein besonderer Innovationsfokus der Gebindeumreifung lag unter anderem auf der Reduzierung des Energieverbrauchs. Da auf den Schrumpftunnel verzichtet werden kann, entstehen für den Betreiber deutlich geringere Betriebskosten. Für die Bracca-Gruppe bedeutet das eine Senkung der Energiekosten von bis zu 90%.